Das ist der Hotte. Hotte lebt im Ruhrgebiet und ist ein Solo-Selbstständiger. Davon gibt es 2,2 Millionen in Deutschland. Diese Solo-Selbstständigen müssen sich selber um ihre Rente und Krankenversicherung kümmern und die meisten arbeiten mehr als 40 Stunden in der Woche. Wegen der Corona-Pandemie konnten diese Selbstständigen in diesem Jahr häufig aber gar nicht arbeiten und somit auch kein Geld verdienen. Die Regierung hat verfügt, ganz viele Geschäfte zu schließen und auch der Hotte durfte nicht mehr arbeiten. Genau wie die Melanie und der Carsten und der Martin und noch ganz viele andere. Wenn es keine Möglichkeit gibt, Geld zu verdienen, dann kann auch nichts zu essen gekauft werden. Das ist der Olaf, das ist der Finanzminister in Deutschland. Und das ist der Peter, das ist der Wirtschaftsminister in Deutschland. Die beiden haben sich hingestellt und verkündet, den armen Selbstständigen zu helfen. Deshalb wurde die sogenannte Corona-Soforthilfe erfunden. Das hört sich erst einmal gut an. Leider haben sie dabei Fehler gemacht. Denn mit dieser Soforthilfe können die meisten Selbstständigen gar nichts anfangen. Die Soforthilfe ist nur für die Betriebskosten, also Mieten, Pachten, Kredite für Betriebsräume und Leasingaufwendungen, die die meisten Selbstständigen gar nicht haben. Wohnungsmieten, Verpflegung, Krankenkasse und so weiter dürfen davon nicht bezahlt werden. Hört sich komisch an, ist aber so. Deshalb haben der Hotte, die Melanie, der Carsten und auch der Martin, wie ganz viele andere Selbstständige auch, versucht, dem Olaf und dem Peter zu erklären, dass das geändert werden muss. Das haben der Olaf und der Peter aber nicht gewollt. Deshalb hat es ganz viele Petitionen und Demonstrationen gegeben. Aber auch das hat alles nichts genutzt. Von daher glaubt der Hotte, dass der Peter und der Olaf lieber nur davon reden, wie toll sie sind und wie schön sie helfen, obwohl das gar nicht stimmt. Das ist der Armin. Der Armin ist der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Dort lebt auch der Hotte. Der Armin hat gesagt, dass die Selbstständigen in Nordrhein-Westfalen von der Corona-Soforthilfe auf jeden Fall 2.000 Euro für die Lebenshaltungskosten behalten dürfen, um Miete, Krankenkasse und Verpflegung bezahlen zu können. Das war sehr nett von dem Armin. Mittlerweile haben die Selbstständigen, auch der Hotte, eine E-Mail bekommen im Auftrag von dem Armin. Jetzt muss festgestellt werden, wie viel Geld der Hotte von den ausgezahlten 9.000 Euro Soforthilfe behalten darf. Dafür muss der Hotte berechnen, ob bei ihm im Förderzeitraum der Soforthilfe ein Liquiditätsengpass vorlag. Also macht er sich an die Berechnung. Zuerst schaut er auf seinen Kontoauszügen nach, wie viel Geld er im dreimonatigen Förderzeitraum bekommen hat. Das sind insgesamt 803,17 Euro. Das ist für 3 Monate ziemlich wenig. Danach überprüft er, welche betrieblichen Kosten er in dieser Zeit hatte. Das ist nicht viel. Kontogebühren, Telefon, Internet. Sein Computer ist kaputt gegangen. Aber er hat sich günstig einen neuen Secondhand organisiert. Und er kann die Kosten für sein Auto absetzen. Allerdings nur die beruflich verursachten. Privatfahrten darf er nicht berechnen. Nach einiger Rechnerei hat er das Ergebnis. Er kann 1.104,56 Euro an Ausgaben anführen. Jetzt muss er nur noch seine Einnahmen davon abziehen. Übrig bleibt ein Betrag von 301,39 Euro. Da kommt große Freude beim Hotte auf, denn er darf 301,39 Euro von der Soforthilfe behalten und die 2.000 Euro von dem Armin. Das sind ja insgesamt 2.301,39 Euro. Davon kann er ja jetzt eine rauschende Party feiern. Aber dann fällt ihm ein, dass er ja in den 3 Monaten
noch seine Krankenkasse bezahlt und für die Rente vorgesorgt hat. Und dann muss er noch den Unterhalt für seine Tochter abziehen. Ach ja, an das Finanzamt musste er auch noch seine Einkommensteuervorauszahlung überweisen. Wie viel war denn das insgesamt? 4.073,88 €. Im Gegenzug erhält er 2.301,39 €. Und dann stellt der Hotte fest, dass gar nichts mehr übrig bleibt von dem Geld, sondern noch 1.772,49 € fehlen. Und bei diesen minus 1.772,49 € sind die Kosten für die Wohnung, die Kleidung und die Verpflegung noch gar nicht eingerechnet. Aber das möchte der Hotte jetzt nicht mehr ausrechnen, weil er ansonsten richtig schlechte Laune bekommt.